Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich aus der Maskakni in einem helleren Lila, als dieses hier, ein halbrundes Tuch gestrickt habe, das meine Tochter von dieser Wolle mit diesen, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen herauskommenden Bällchen total begeistert war und gesagt hat, Mama, ich brauche daraus unbedingt eine Hundedecke. Also wir haben jetzt keinen richtigen Hund, aber sie hat ganz, ganz viele Spielzeughunde und sie hatte dann sofort ihren Hund geholt und gesagt, für den Hund brauche ich aus dieser Wolle eine Hundedecke und wie die geworden ist, das zeige ich dir in diesem Video. Und da ich nicht genau wusste, wie viel Knäuel ich von der Maskakni von Lendunor brauche, um diese Hundedecke fertigzustellen, hatte ich erstmal für meine Tochter das komplette, naja, das ist hier so eine Art lila Zwischenbord. Zwischen Bordeaux und Lila, ich zeige es euch mal ein bisschen näher, reserviert. Sie fand die Farbe so wundervoll. Und dann habe ich gesagt, klar, die reserviere ich jetzt komplett für dich. Und dann gucken wir mal, wie viel wir davon für die Hundedecke brauchen. Und es ist Gott sei Dank noch ein bisschen was übrig geblieben. Tada! Das ist die Hundedecke geworden. Also sie musste jetzt im Endeffekt doch gar nicht so groß werden, weil zwischenzeitlich hat sich der Hund geändert. Eigentlich sollte es so ein riesengroßes Stofftierhündchen sein, für die diese Decke hier ist. Aber dann während des Strickens meinte sie, nie, jetzt soll das für jemand anderen sein. Und genau, dann musste ich das jetzt halt nicht ganz so groß machen. Und das Gute für dich ist, dass jetzt halt noch Knäule über sind. Ich meine, es sind noch 6 oder 7 Knäuel, die ich von der Maskakni jetzt noch im Lädchen habe. Und das bedeutet, dass man noch 3 von diesen halbrunden Tüchern stricken kann, wenn du das gerne möchtest. Es ist so, ich habe von den grauen Knäueln nur noch 2. Und für so ein größeres halbrundes Tuch braucht man halt 3 Stück. Aber ich finde, dieses Grau passt total wunderbar zu dieser Farbe hier, die für mich zwischen Lila und Bordeaux ist. Und das kann man wundervoll ergänzen. Das heißt, du brauchst 3 Knäuel und könntest dir darum dann eher, sag ich mal, ein halbrundes Tuch machen in 2 Farben. Finde ich sehr, sehr cool. Das kann ich in meinem Online-Shop leider nicht so darstellen und das online stellen. Wenn du gerne aus den 2 grauen Knäueln und einem von dieser Farbe hier ein rundes Tuch machen möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Dann stelle ich dir das zusammen und wir kommen auf jeden Fall zueinander, dass du dieses Strickset erhältst. Es gibt natürlich die Anleitung dazu und es gibt dann 3 Knäuel Wolle. Und am einfachsten ist es dann, wenn du halt dich für ein einfarbiges entscheidest, weil das kann natürlich mein Online-Shop abbilden. Das heißt, du würdest einfach quasi ein Strickset in den Einkaufswagen legen und erhältst dann 3 Knäuel von der Maskakni und natürlich die Anleitung. Und diese Wolle, die habe ich schon ein bisschen länger im Laden und es ist, wie ich das nenne, so ein Wollschatz, weil der irgendwie jetzt auch nicht so beachtet wurde. Und dadurch, dass ich angefangen hatte, dann dieses halbrunde Tuch draus zu stricken und meine Tochter gleich so steil ging, wow, Mama, das ist total toll, die Wolle, ist dann halt daraus auch eine Hundedecke entstanden. Und das Spannende fand ich, dieses halbrunde Tuch, was ich als Muster für mein Wollgeschäft gestrickt hatte, das habe ich auch schon gar nicht mehr. Also es ist irgendwie über dieses Video dann so ein Hype entstanden, dass diese Farbe sofort ausverkauft war und mir sogar das fertige Tuch auch noch abgekauft wurde, weil da was draus gefertigt werden sollte. Also es ist total interessant. Also wenn du jetzt noch eine der letzten Knäule hier ergattern möchtest von der Maskakni, die wird auch schon lange nicht mehr hergestellt. Das heißt, es ist wirklich ein Wollschatz hier von Lendenor. Dann ja, schlag zu, solange der Vorrat reicht. Und hier hast du ja ein Muster, wie das so aussieht. Also automatisch beim Stricken entstehen diese Punkte, die auch ja dreidimensional rauskommen, weil die Wolle an der Stelle einfach viel dicker ist. Also man muss da jetzt nicht irgendwie schwierige Pompons irgendwie selber stricken, sondern man strickt einfach und die Pompons entstehen dann automatisch und du hast sie auf beiden Seiten. Also je nachdem, was du da machen möchtest, nur dass du Bescheid weißt, die Punkte sind überall. Also die sind jetzt nicht nur auf der Vorderseite, sondern sie sind auch auf der Rückseite. Also, wenn du Lust hast, dir noch einen Wollschatz zu sichern, die habe ich auch reduziert, dann greif zu, solange der Vorrat reicht. Wenn das wirklich weg ist, dann ist es weg. Und vielleicht hast du ja auch ein Kind oder auch eine Enkelin oder einen Enkel, der sagt, ich brauche auch so eine Hundedecke für meinen Stoffhund. Dann ran an die Nadeln. Ich wünsche euch frohes Handarbeiten. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Tschüss.